Hallo ihr Lieben, ich bin Sie Susan und ich darf mir jetzt alte Bilder angucken. Quasi eine kleine Zeitreise, das funktioniert nämlich schon, wenn man hier so lange dabei war. Also die ganze Geschichte hat nämlich schon vor über 20 Jahren begonnen und da könnt ihr euch sicher sein, da hat sich gerade stylingmäßig und frisurenmäßig, glaube ich, eine ganze Menge getan. Ich meine, es ist 2001, ich meine, es ist so ungefähr meine allererste Szene bei GZSZ. Ich weiß nicht, ob die allererste Szene? Die erste Folge auf jeden Fall, weil alles begann und endete bei Verena Koch mit Schuhen. So. Und sie kam irgendwann in Kais Corner und wie hieß denn die Kollegin nochmal? Warte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie sie hieß, die Gute. Aber ich weiß, dass es zu dieser Zeit noch kein Glätteisen gab. Das weiß ich ganz genau, wenn man sich diese Frisur anguckt. Ist glasklar. Da hatte ich nämlich noch meine natürlichen Locken. Viele werden sich sagen so, wie könntest du dir denn jemals glätten, wenn man so eine tollen Haare hat? Aber ihr kennt das sicher. Man will immer das haben, was man nicht hat. Und ich wollte immer glatte Haare haben oder so schöne, definierte Wellen. Aber es gab ja auch noch gar keinen Lockenstab. Also es gab nicht das eine und auch nicht das andere. Es gab einfach gar nichts. Es gab nur wildes Haar. Es gab weniger Glätteisen, dafür mehr Schminke. Viel Lippenstift, viel Lidschatten und ich meine, gut, bei Verena war immer mehr ist mehr, ne? Also und mehr Farben, mehr Outfit, mehr alles, mehr Brüste, auch das hatte ich damals mehr, mehr Babyspeck, also irgendwie auch schon ganz schön niedlich, die Verena, ne? Wie sie da kam, mit 20, 21, sehr süß. Oha, 2007. Was ist denn da passiert? 2007 war demnach das Jahr des Glamours. Es war ein Jubiläum, gehe ich mal davon aus, weil zu Jubiläumsfolgen haben wir immer geile Shootings gemacht. Ne? Immer entweder mit den ganzen Mädels zusammen oder alle zusammen. Oh, ich erinnere mich an so viele coole Sachen. Brandenburger Tor mit 1000 Ballons. Hier war, glaube ich, hier Limousine und alle in Gold. Dann mit irgendwelchen Buchstaben, lila Studios, Torten. Kerzen, Riesenautogrammstunde am Potsdamer Platz mit, ich weiß nicht, Tausenden von Leuten. Das war also wie Rockstars, ne? Also das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was da los war. Diese Autogrammstunde mit dem ganzen Team, Tisch, 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 Tisch. Die Leute standen bis, ich weiß nicht wo, das war so krass. Und das hier war auch ein tolles Jubiläum. Das war ein krasses Jahr, Leute. Wow. Ich erinnere mich, weil ich diese Extensions hatte. Warum hatte ich die? Warum? Ich habe da, genau, ich habe bei einer Comedy-Serie noch parallel mitgespielt, Wunderbar, für den ich übrigens nominiert war für einen Comedy-Preis, by the way. Und ich hatte diese Extensions, die ich schon ziemlich geil fand, hat auch keiner verstanden, weil ich hatte ja schon lange Haare, aber ich wollte mal so überlange Haare haben, das war auch super modern. Und dann bin ich in dem Jahr zu Let's Dance gegangen, krass! Mit diesen Haaren. Aber dann mussten sie ab, weil das war zu viel für Let's Dance. Also viel zu viel, ist war auch ein bisschen schwer auf dem Kopf. Und mega, mega, mega cool. Ich habe das abartig doll geliebt, diese Zeit und diese Shootings und alles. Was haben wir hier Schönes? Ah! Ich habe schon ganz schön viele tolle Sachen gemacht. Habe ich Let's Dance gewonnen? Ja, das ist schon so lange her, dass sich die neue Generation überhaupt gar nicht bewusst darüber ist, dass es da schon Let's Dance gab. Das ist wirklich auch sehr lustig, weil man unterhält sich manchmal mit so Leuten und die sagen so, oh, Let's Dance gucke ich total gerne und dann sage ich, und dann sagen die, da musst du auch mal mitmachen oder sowas, ne? Und ich so, habe ich schon. Ach echt, ja, wie weit bist du denn gekommen? Ja, nee, habe ich gewonnen. Ach krass, wie? Naja, und das ist wirklich schon doch dann ganz schön lange her und definitiv gehört es zu meinen großen Highlights meiner Karriere, kann man so sagen, ja. Und weil da ist man schon ganz schön über sich hinausgewachsen und ist eine Achterbahnfahrt gegangen. Also mein Ritt bei GZSZ war jetzt nicht so, vielmehr so und sehr hart und also so viele Grenzen überschreitend und sehr gut für mein Leben gewesen. Also einfach so, um sich selber auch zu zeigen, was kann man eigentlich und wie man da sich durchbeißen kann. Das ist eine richtig gute Zeit gewesen. Oh.
2010, auch ein sehr emotionales Jahr für mich, vor und hinter der Kamera. Leon Moreno heiratet Verena Koch, hochschwanger. Und ich war wirklich schwanger. Es war nicht gespielt, es war wirklich mein erstes Kind. Und Leon im Rollstuhl steht auf dieser Hochzeit das erste Mal auf, um ihr auf Augenhöhe zu sagen, dass er sie liebt. Oh Gott, das war wirklich schön. Also wow, super emotional. Ich mit diesem dicken Bauch und ich wusste danach, gehe ich erstmal für ein Weilchen. Nicht lang. Ich bin tatsächlich nach 4 Monaten wiedergekommen. Also ich habe wirklich bis kurz vor knapp gedreht. Also ich glaube, im März kam Joelle. Ich habe bis Februar noch gedreht, also bis einen Monat vorher. Dann kam Joelle und dann habe ich 4 Monate später wieder angefangen zu arbeiten. Und dann, Überraschung, 2 Monate später war ich wieder schwanger. Der Super-GAU an der Geschichte, dass ich nach 4 Monaten wiederkam, ist, ich war dann immer noch schwanger. Also in der Serie, also in Echtzeit war ich dann ja, 17 Monate schwanger. Fragt ja keiner. Es war dann einfach so, weil die wollten gerne, dass wir die Geburt und alles natürlich zeigen und ungerne im echten schwangeren Zustand, weil wenn du dann Wehen simulierst und sowas, ne, im 8. Monat, dann kann es natürlich auch passieren, dass da wirklich das Kind kommt. Also das war natürlich außer Frage nicht drin. Das heißt, ich kam wieder, wir haben nochmal die ganze Geburtsszenario gedreht, ich habe nochmal einen unechten Bauch bekommen und das fand ich irgendwie richtig cool, weil irgendwie, ja, es hat total Spaß gemacht. Dann habe ich das Baby bekommen in der Serie und war dann eben sehr schnell wieder schwanger. Das war nicht geplant. Aber nun mal mein Schicksal. Ebenfalls ein sehr tragisches und gleichzeitig emotionales und gleichzeitig schönes Jahr. 2011 starb Verena den tragischen Serientod und auch hier war ich hochschwanger. Allerdings, ohne dass wir es gezeigt haben, finde ich nach wie vor eine Meisterleistung tatsächlich, weil ich das gar nicht verstehe, wie das funktioniert hat. Wenn ich mir jetzt so alte Folgen angucke, sehe ich es natürlich schon irgendwie, aber die Produktion hatte sehr viel Glück, weil ich hatte einen ganz kleinen Bauch nur, ne? Also bei beiden Schwangerschaften, aber beim zweiten Mal auch winzig. Der kam auch erst so im 7. Monat, dann so ganz langsam und im 8. Hatte ich immer noch einen sehr kleinen, überschaubaren Bauch. Man konnte weite Sachen anziehen, war natürlich für Verena, die hatte ja eigentlich immer sexy Sachen an, aber irgendwie hat es gut funktioniert und hochschwanger dann eben aber diesen Abschied zu drehen, kann ich euch sagen, war das Krasseste, weil die Geschichte ist, sie stirbt und hinterlässt ihren Mann und das Baby. Und ich hatte ja wirklich dieses Baby zu Hause und den Mann. Das war schon also extrem, extrem emotional. Und ich glaube auch deshalb so einprägsam für die Menschen immer noch nach so vielen Jahren, weil das wirklich eine harte Geschichte war. Auch gerade wie das dann auch inszeniert wurde ohne Verena. Also für alle die Hinterbliebenen war das so viele starke Geschichten. Diese Träume, die Leon dann hat, wenn er aufwacht und dann kommt sie rein und ah, wo ist mein Nagellack? Und dann ist sie gar nicht da. Und das sind so, oh, ich hab so keine Worte. Und, ja, und das war natürlich hier mit meinem Lieblings-Jörni. Ganz kurzer Side-Fact. Bis heute bin ich sehr stolz auf Jörn, wie er die sehr schwere Susan Sideropoulos vom Boden aufgehoben hat und ins Krankenhaus getragen hat. Ganz ehrlich, Leute, krass, krasser Typ. Ja, das war schön. Das könnte ich noch stundenlang so weitermachen. Also, wenn ihr mir noch gerne alte Fotos schicken wollt, die ich kommentieren soll, mache ich das sehr, sehr gerne. Ich mag einfach so gerne in so alten Zeiten rumstöbern und nostalgisch da sich dran zu erinnern. Ja, solltet ihr unbedingt auch mal machen mit euren alten Fotos. Hallo alle miteinander. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage, wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus jederzeit. Hm? Was macht ihr denn immer noch? Ich hab doch gesagt, hier klicken. Ich verstehe nicht, was daran nicht zu verstehen ist.